Die nächste Gruppe, die ist ein bisschen kleiner und die haben sich aber auch mit einem Umweltthema beschäftigt. Da geht es nicht um Fahrräder, sondern um Kleidung. Denn bei ziemlich vielen Menschen hängt auch ziemlich viel Kleidung im Schrank, die nicht mehr getragen wird. Irgendwann gefällt sie einem nicht mehr und im schlimmsten Fall schmeißt man die dann einfach weg. Damit das eben nicht passiert, haben die sich ein sehr cleveres System überlegt. Shirtsplay heißt es. Und hier erklären jetzt Hanna, Onno und Pascal, was genau das ist. Oh, Entschuldigung. Und natürlich Flat Eric, den sollte man nicht vergessen. Ganz wichtig für diese Gruppe. Achtung, du machst gerade die... Okay. Kannst du losgehen? Ist Flat Eric bereit? Perfekt. Hallo, wir sind die vom Shirtsplay. Wir sind Onno, Pascal, Hanna und Flat Eric. Wir wollten halt, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich, was ein Shirtsplay ist. Ein Shirtsplay ist ein T-Shirt mit einem Display, wo man immer wieder neue Designs einblenden kann. Das heißt, mehr Abwechslung und weniger Langeweile. Unter anderem ist das auch besser für die Umwelt, da nicht die Leute nicht mehr so viele T-Shirts kaufen. Und deswegen, also wenn ihnen das alte nicht mehr gefällt, sondern immer neue Designs einblenden können. Man kann auch eigene Designs mit GIMP, einer Bildbearbeitungsmaschine, erstellen. Und oder mit Paint oder so. Ich habe ein paar Designs für Shirtsplay entwickelt und auch versucht, das Display anzusteuern. Gut, dann würden wir jetzt mal noch den Rest oder das Ganze mal vorführen. Wenn ihr mal umschalten könntet. Danke. Ja, die Bildwiederholungsrate von diesem Display verträgt sich nicht gut mit der Kamera, deswegen flackert das jetzt so. Ich habe mich um den Teil gekümmert, also dass das Ganze angezeigt wird. Da so ein Arduino ja nur einen begrenzten Speicher hat, wird momentan das Ganze, also die Bilder, noch per USB übertragen. Soll später mal über Bluetooth oder eben über irgendeine andere drahtlose Verbindung oder eben eine SD-Karte, die direkt mit dem Ding verbunden wird, da drauf geschoben werden. Momentan ist es so. Es gibt eben, wer zum Beispiel sich via, also mit GIMP oder mit irgendeinem anderen Bildbearbeitungsprogramm eigene Animationen erstellt, gibt es einen Konverter, der dann auch bald auf GitHub landet, zusammen mit allen anderen Codes von diesem Projekt. Und damit sollte das dann eigentlich auch für jeden nachmachbar sein. Wir hatten am Anfang das Problem, dass wir nicht wussten, wie wir das Display befestigen sollen. Und dann haben wir einfach uns überlegt, dass wir das mit einem Klettverschluss machen könnten, dass man das auch beim Waschen dann halt abnehmen kann. Und das haben wir halt auch hingekriegt. Und wir haben mit einem Arduino gearbeitet und mit einem Mini-Display und ein paar Kabeln. Und ja, wir könnten unser Produkt halt auch noch ein bisschen verbessern mit größeren mit einem farbigen Display. Und das ist jetzt auch alles ein bisschen kleiner, extra für ihn angepasst. Und wir verbessern halt die Welt auch damit, dass wir halt das ständige Neukaufen von T-Shirts stoppen, sozusagen. Das war unsere Präsentation.